Das Leben ist ein Spiel mit 5 Bällen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Coca-Cola, Brian Tyson, hielt, als er 1991 von seinem Posten zurücktrat, eine Rede, die gerade einmal 60 Sekunden gedauert hat, die aber trotzdem sehr nachhaltig wirkte. Stellt euch vor, hat er gesagt, dass das Leben ein Spiel mit 5 Bällen sei, mit denen ihr in der Luft jongliert und dabei versucht, keinen dieser Bälle fallen zu lassen. Einer der Bälle ist aus Gummi, alle anderen sind aus Glas. Die 5 Bälle sind deine Arbeit, deine Familie, deine Gesundheit, deine Freundinnen und Freunde und deine eigene Seele. Es wird nicht lange dauern, bis du erkennst, dass deine Arbeit der Gummiball ist. Jedes Mal, wenn dieser Ball zu Boden fällt, springt er wieder auf. Das können die Glasbälle nicht. Die anderen 4 Bälle, nämlich Familie, Gesundheit, Freundeskreis und Seele, sind zerbrechlich wie Kristall. Wenn du einen von ihnen fallen lässt, wird er unweigerlich zerbrechen. Er wird nie wieder derselbe sein. Also, gebt aber eurer Familie und eurem Freundeskreis die nötige Zeit. Gönnt euch eine angemessene Ruhepause und achtet auf eure geistige und körperliche Gesundheit. Kümmert euch um eure Seelen. Bleibt offen für das Göttliche. Geht achtsam mit diesen wertvollen und zerbrechlichen Gaben um. Ja, das Leben ist eine Waage, deren Gleichgewicht sehr empfindlich ist. Wenn wir zu viel Zeit in die Arbeit investieren, verlieren wir manchmal am Ende die wertvollsten Dinge. Die Familie, die Gesundheit, unsere Freundinnen und Freunde und am Ende vielleicht unsere eigene Seele und unsere Beziehung zu Gott oder zum Göttlichen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.